Herzlich willkommen bei einem neuen Part von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Lourdes mit seinem Kimmelkatz. Das ist natürlich meine Wenigkeit. So, wir gehen an. Die nette Vampir-Lady. Vampir-Lady, Vampir, Vampir, Vampir. Warum nicht? Probieren es noch wegen des Zodiac-Deck. Also, Exodia-Deck im Anführungsstrichen. Ich bin gerade dabei, mit den ganzen Duellen, die ich hier mache, mit dem Geld Karten zu kaufen und mir quasi mein Deck nachzubauen. Mein Kuscheltier-Deck. Aber da fehlen mir leider noch ein paar Karten. Mit denen kann ich glaube Karten zerstören. Genau, und mit denen kriegen die normalen Monster die Karte zu. Dieser kleine, dreckige. Okay. Warte mal kurz. Mit der? Das riecht nach einer Pendelbeschwörung. So. Ich aktiviere den Effekt. Nice. Jedes Mal, wenn ich Kampfstart mache, darf ich eine Karte zerstören. Aber natürlich nur einmal pro Runde, ist ja logisch. So, jetzt ziehen wir zwei Karten. Alles klar. So, ich greife mit denen an. Mensch. So, ich darf eine Normalkarte in der Hand nehmen. Also Stufe 5 und höher. Nee, Stufe 4 und höher. Da würde ich gern. Warte. Den hier in der Hand nehmen. Wird er nicht springen? Hä? Kann ich das nur einmal machen? Einmal pro Spielzug, wenn ein. Wie gesagt, ich darf mir die Karten raussuchen. So, wenn ich angreife oder ich angegriffen wäre. Also. So, und es ist. Oh fuck. Was kommt denn jetzt? Ist das nochmal eine schöne Pendelbeschwörung? Mit dir, hier. Okay, der hat 2-6. Ist aber kein Problem, weil ich mache einfach den hier, den und den.
Das ist einfach nur so dumm. Boom. Schöne weiße Drama. Kamula. So. Komm, wir machen Drache gegen Drache. Bewaffnete Drache gegen mein zusammengewürfeltes Drachendeck. Let's fetz. Alles klar. Ich verstehe den Zusammenhang jetzt, ne? Aber so. Das riecht doch regelrecht. Ach, den ersten Drache. So. Ich hätte natürlich auch einen Sperrdrache legen können. Das will ich mir aber lieber aufheben. Genau wie ruft der Jörg, das will ich mir auch erstmal aufheben. Und zu gucken, was der Gegner spielt. Genau wegen sowas. Mikrofon bleibt stehen. Ach du Scheiße. Der hat einfach einen fucking Horus. Das ist natürlich uncool, würde ich jetzt mal spontan sagen. Schade, reicht mir. Okay, eine Runde hat er noch. So, es bringt natürlich nichts, wenn der Sperrdrache Trampelschaden macht. Und gewonnen. So! Ich bin ja aber echt überrascht, dass er Horus spielt. Eine sehr geile Oldschool-Karte. Muss man einfach sagen. So, komm, wir spielen jetzt Ungeheuer gegen Insekten. Der Meister von Odds gegen meine Insekten. Der fängt jetzt, glaube ich, an, oder? Ja. Der Typ spielt bestimmt Death Roller und sowas. So, wir gucken mal, was er drunter hat. Falls jetzt der Squall ist, müsste der, glaube ich, tot gehen. Ne, ist keiner, ist das Känguru, okay. Da ist schon mal eine Fusion, Teil von Meister von Oz weg. Oh, Raikiki ist ja schön, das heben wir uns mal auf. So, und weiter geht's. Baumotter. Eieieiei. Oh nein. Nein.
Das ist der Meister von Oz. Ich habe jetzt ernsthaft gedacht, der macht die Fusion. Das habe ich wirklich jetzt Retalk kurz gedacht. Aber naja. Wer nicht will, der hat schon. Ruf der Gejagten. Ich bin ein Trottel. Oh nein. Oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Das macht er jetzt nicht. Der holt wirklich den Meister von Oz raus. Holy fucking shit. Das würde jetzt wehtun. Jetzt tut er noch die ATK halbieren. Beziehungsweise weh. Du kleiner Dreckiger. Holy shit. Dieser blöde Otter. Koala. Der Otter liegt ja schon im Friedhof. Ich glaube, der Meister von Oz ist, glaube ich, ist es nicht die stärkste Fusion ohne Effekt? Ach nee, warte mal, der pläugische ultimative Drache hat ja auch keinen Effekt. Und der, nee, warte mal. Hat der fünfköpfige Gonner, hat der fünfköpfige Drache einen Effekt? Ich glaube schon, den kann man ja nicht, ja, ja. So, den legen wir in Angriff, den legen wir in Verteidigung. Genau, genau, genau. Ich glaube, das war so. Scheiße. Jetzt liegt da so ein Jetzt liegt da ein Koala und ich krieg den weg. Oh nein. Oh nein, es kommt Dio noch. Nö, das könnt ihr ruhig tot machen. Wir sterben ja beide und ich krieg ein neues Monster. Das kann ich ruhig machen von mir aus. Ich brauche jetzt ich muss eine Karte ziehen. Ich habe gesagt, ich muss eine Karte ziehen. Und weg damit. So. Spider-Spinne. So, Chumley, was ist denn los? Aber ich glaube, der blauige ultimative Drache ist dann, glaube ich, da die einzige Karte, also Fusionskarte, die keinen Effekt hat. Alter, wenn jetzt wieder den Meister von Oz rausholt. Na gut, ich hab magischer Zylinder draußen. Der holt den wirklich. Das kann man sich nicht ausdenken. Das ist der Meister von Oz. Ey, ohne Witz, das Ding hat schon einen Kultcharakter. Da kann man sagen, was man will. Tot. So, der antike Angriffsgolem. Schwierig, schwierig, schwierig. Das ist echt schwierig. Die können ja die Fallenkarten und die Zauberkarten in der Battleface können die ausstellen. Also Schwerkraft, magisches Sinn, geht alles nicht. So, wenn er jetzt noch die Fusion drin hat, die Fusionen, die 3300er oder 4400er, eieieiei,
Ach du Scheiße. Das fängt schon mal heavy an für mich. Das fängt schon mal richtig heavy an. So, wir machen das so. So und das so. Okay, da ging durch. Sehr schön. So, als nächstes würde ich dann gerne Don't the Lock spielen, um die Handkarten wegzumachen. Ich muss die Handkarten wegmachen. Denn wenn es ganz scheiße läuft, habe ich dann nächste Runde wahrscheinlich ein Problem. Wenn er eine Fusion spielt. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Ja. Am besten die Fusionskarte. Oder das Beste ist Monster. Ach, der hatte gar kein Monster in der Hand. Der hatte Kraftbündnis. Alles klar, Bruder. Selbst wenn der jetzt ein... genau sowas liegt, hätte der keine Chance. Dieser kleine... Es kann ja einen großen spielen. Das ist natürlich scheiße. Aber nicht für mich. Ja, die hier meine ich. Die hat 4400 Angriff. Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. So, die Helden, die Helden. Komm, ich nehme mal. Komm, ich nehme mal die Helden. Also, Marker gegen Helden. Oh, der wäre anfangs sehr schön. So, ja. Okay, es kann auch keine Spezialbeschwörung mehr machen. Also jetzt in der Spielrunde. Der wird wahrscheinlich die andere nehmen. Genau die. Ja, will ich. Ach so, die. Alles klar. So, Spezialbeschwörung. Legen wir die weg. So, und wir gehen durch, würde ich sagen. Zack. So, Jaden Yugi. Der hat den Diamond Dude drin. Alles klar. Und nein, es kann deine Karte wieder ins Deck mischen. Beziehungsweise, ich glaube, aufs Deck legen. Was passiert denn jetzt? Elementarheld, großer Tornado. Ja gut, ne? Also... So, ich spiel lieber safe. Ich hab nur noch 1000? Hab ich da meine ADK? Hab ich die ADK aller offenen Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert? Holy shit!
Oh nein, jetzt nimmt ihr mir mein Monster weg. Ja, ich weiß schon, dass er überlebt. Ich wollte aber, dass der eh ein Material verliert. Dass er mein Monster nicht klauen kann. So. Ach du Scheiße. Kein Wunder, warum die Karte zu Recht verboten ist. Gut, dass diese Karte nicht verboten ist. Oh, geil. Und rein. Finde ich sehr, sehr angenehm. Aber oh, wie der Typ mit einem Zug nochmal das so rumgerissen hat. Krass. Indem er nur Bubble Man gezogen hat. Das kann er den wieder spezial beschwören. Und zwei Karten ziehen. Jetzt kann er die wieder zusammenlegen. Also wieder. Nee, da macht Kinnick sie Beschwörung. Das ist komisch. Das ist echt komisch. So, ich mache mal den Bubble Man weg hier. Umso weniger Elementarhelden, umso besser ist es. Den Effekt kann da jede Runde. Alles klar. Das ist der Diamond Dude. Und spende das Duell einfach mit dem schwarzen Magier. Aber echt krass, dass ich die ganze Zeit nur drei Monster gezogen habe. Heftig. Und gewonnen. Das ist krass. Der Diamond Dude. Oh, Jess Anderson. Der hat doch die Kristall. Ne, hier spielt die anderen. Alles klar. Geh mit dem Feuer rein. Geh mit dem Feuerdeck rein. Auf ganz entspannt. Lass mich überraschen, was passiert. Okay, Stoff entscheidend. Dann fangen wir an. Ach du Scheiße. Ach du heilige Maria. Es ist Licht. Ich hebe mir mal mein schwarzes Loch, hebe ich mal auf. Mein schwarzes Loch hebe ich mal auf. Opfert er das? Wie viel hat der? Der hat nur 2000. Da lege ich den und hab dann mehr. Das ist ja blöd.
Das ist weniger blöd. So. Der Sonneneruptionsdrache. Oh, Digi. Oh, Alter. Da könnte ich schon wieder komplett eskalieren. Warum macht denn der Typ denn sowas mit mir? Verstehe ich nicht. Ich bin so ein netter Typ. Ich will doch nur ein bisschen angreifen, weil will ich doch gar nicht. Ich tue doch niemandem was. Ganz einfach. Komm, Jesse. Warte mal kurz, im Anime ist er, glaube ich, Jesse. Kann das... Was macht er das nicht? Oh, du kleiner Dreckiger. Oh, da haben wir doch mein Baseballkind am Start. Ihr wisst alle, was das bedeutet, oder? Das Ding wird jetzt unermesslich hochgepusht. Spezialbeschwörung, alles klar. Das ist gar nicht cool, was du da machst. Das geht gar nicht. Oh, der Kobold. Oh, spicy. So, ist das Ding schon 2000. So, wir greifen an. Bam, 2000. Greifen hier an. Bam, 600. Jetzt 1000 ADK mehr. Weiter geht's. Noch ein Eruptionsdrache. Komm rein. So, na, 3000. Komm, Angriff. Gewonnen. So ein Ding ist das. Sehr, sehr nice. Aber ich glaube, die, wenn die so richtig, richtig guten Decks, gehen die auch übelst Spam. Wenn du unten die ganze Zeit alles wegmachst. Eieiei, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, würde ich sagen. Ich glaube, das wird mit je assister Kampf überhaupt. So. Im nächsten Part geht's dann einfach weiter mit Jim Crocodile Cook. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas Sinnvolles. Und bis zum nächsten Part von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist mit Sam Kamikaze. Ist natürlich meine Wenigkeit.